Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum Wants to Read für Februar 2015. Ja, hier kommt mein Want to Read für den Februar. Und ja, der Februar ist ein ganz, ganz toller Monat, weil da habe ich Geburtstag. Ja. Und das heißt wieder Bücher. Also, blöd. Okay, ja, also für mich ist der Februar ein ganz, ganz toller Monat. Wenn der Februar nicht im Winter wäre, dann wäre er für mich perfekt. Also ich würde gerne im Frühjahr Geburtstag haben, aber das spielt leider nicht. Ganz traurig. Fürs Lesen ist er natürlich nicht so toll, weil er ganze 3 Tage kürzer ist als der Jänner. Und das heißt, ich habe ganze 3 Tage weniger Zeit und da muss ich mich ganz schnell durchhetzen. Drum weiß ich noch nicht, wie viel ich schaffen werde. Das werden wir dann sehen. Ja, das werden wir dann sehen. So, und zwar fange ich gleich mal mit dem ersten Buch an, worüber ihr schon Bescheid wisst. Und zwar mit Wie Monde so silbern. Ich weiß, ich hab den Schutzumschlag jetzt nicht drauf, weil ich es gerade lese. Wie ihr unschwer können könnt. Also das habe ich schon gelesen. Und das muss ich noch lesen. Ich lese das hier zusammen mit dem Erik. Und wir werden das auf jeden Fall versuchen im Lesemarathon, also im Karneval-Lesemarathon, den wir jetzt ja zusammen machen, fertig zu kriegen. Also ich hoffe es, dass wir das bald fertig kriegen, weil ich muss ja unbedingt noch mehr Bücher lesen. Eins reicht dann leider nicht. Und ja, also das hatte ich mir mal gedacht. Also das ist sicher so, dass das beendet wird im Februar. So, und dann kommen wir zum Buch, das ich nur als E-Book besitze. Das heißt, ich werde es euch hier oder hier einblenden. Je nachdem, wo ich genug Platz dafür finde. Und zwar geht es um Loveline. Ja, ich habe euch schon mal ein bisschen was über das Buch erzählt, glaube ich. Also da geht es eben um, ich weiß gerade nicht, wie heißt. Um eine Frau. Die ja immer von ihren Jobs gefeuert wird, weil sie immer wieder Geschichten mit ihren Chefs und Lektoren anfängt. Und ja, dann kommt sie eben zu einem Radiosender und also nach einer Partynacht wird sie da irgendwie eingeschlossen und entwickelt dabei so eine neue Radiosendung, wo sie eben über ihr Liebesleben parodiert. Und ja, das beeindruckt einen Menschen ziemlich sehr, ist ein komisches Satzgestell. Das war jetzt, glaube ich, nicht richtig, aber egal. Ja, und den beeindruckt das sehr. Und ja, also das ist irgendwie ziemlich lustig und ich habe mal wieder Lust auf was Lustiges. So, und dann kommen wir zu noch einem Buch und zwar, ich habe es im Lesemonat schon gesagt, die Bestimmung Nummer 2, ich habe keinen Schutzumschlag oben, hier steht es drauf. Da fehlen mir jetzt noch knapp 70 Seiten, ein bisschen weniger und ja, das wird auch im Februar noch fertig gelesen. Und ja, damit ich das endlich hinter mich bringe. Ich glaube, ich muss zu den Büchern eh nichts mehr sagen. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Teil, und zwar letzte Entscheidung. Die Bestimmung 3. Ja, Allegiant. Heißt das, glaube ich, auf Englisch? Ja. Den fange ich wahrscheinlich auch noch im Februar an. Also den fangen wir im Februar an. Denn Erik hat gesagt, er liest das mit mir zusammen. Weil ansonsten wird das bei mir gar nichts. Ich bin froh, dass ich jemanden habe, der mit mir das liest. Weil ansonsten glaube ich, wenn ich mich nicht dazu zwinge, das zu lesen, werde ich das nie lesen. Und deshalb muss ich mich jetzt dazu zwingen. Und ich glaube, wenn man das zu zweit liest, ist das schon mal um eine Ecke besser. Aber falls ihr auch dieses Buch lesen möchtet in diesem Monat, so, dann könnt ihr ja gerne euch beteiligen. Wir haben ja jetzt eine Goodreads-Gruppe, wo wir alles
reinhauen, wo was wir gemeinsam machen. Das heißt, ich werde euch die Goodreads-Gruppe jetzt unten in der Infobox verlinken. Ich werde euch auch noch mal den Karneval-Lesemarathon in der Infobox verlinken. Wo soll ich sonst noch irgendwas verlinken? Ich glaube, das war's. Ja, ansonsten, falls ihr noch mehr über das Zusammenlesen, über das Together Reading erfahren möchtet oder über den Karneval-Lesemarathon, dann guckt am besten im Infovideo vorbei bei mir und Erik. Ich werde euch beide Videos in der Infobox verlinken, wenn ich dran denke. Und ansonsten findet ihr die, wie gesagt, auf unserem Kanal oder auf unseren Kanälen. So. Und ja, also falls ihr da noch irgendwelche Infos dazu haben möchtet, ihr könnt auch gerne auf der Facebook-Gruppe vorbeischauen wegen dem Karneval-Lesemarathon und ja. So, also das werde ich mich jetzt auch, da werde ich mich jetzt auch dazu zwingen, das zu lesen. Und ja, also das wären so die Bücher, die ich vorhabe zu lesen. Ja, es sind nicht so viele, weil, wie gesagt, der Februar ist kurz und ich weiß nicht, wie viel ich in dieser Lesemarathonwoche schaffe. Falls noch irgendein Buch dazukommt, ihr werdet natürlich beim Lesemonat dann informiert werden, logischerweise. Und ja, also das ist es zudem. Und ja, also falls ihr eines dieser Bücher gerne mitlesen möchtet, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden via Facebook oder Goodreads. Oder Lovely Books geht natürlich auch. Und ja, das war's eigentlich, was ich für das One to Read zu sagen habe. Es sind ja nur 4 Bücher und mehr kann ich dazu eigentlich auch gar nicht erzählen. Und ja, somit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao, ciao!